Willkommen zu der Pressekonferenz. Wir beginnen jetzt mit den Fragen. Danke fürs Kommen. Danke für die Fragen. Das war's. Auf dieses Spiel haben alle gewartet. Es wird spannend. Bei bestem Fußballwetter melden wir uns heute, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Heute Abend, Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen auch heute natürlich wieder ihre Kommentatoren. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Dynamo Dresden gegen Union Berlin. Interessante Geschichte hier, Wolf. Es kann losgehen. Und wir freuen uns auf eine reizvolle Begegnung. Das muss er besser machen. Gefährlicher Schuss. Nee, drüber. Boah, war das knapp. Da hat nicht viel gefehlt. Gute Aktion. Union kann es über außen versuchen. Er zieht ab. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jari Fasciara. Emmanuel Dennis. Und jetzt hat er den Ball. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Die Riesenchance, ganz sicher. Jakobs. Außen ist durchaus Platz für Dresden. Vielleicht der Ausgleich. Das war richtig knapp. Ja, das sah gut aus, da wäre fast der Ausgleich gefallen. Sehr effektiv, dieses frühe Pressing. Ja, das gibt Einwurf. Union Berlin kann über außen kommen. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Jakobs. Jetzt könnte Dynamo Dresden vielleicht über außen kommen. Wichtige Aktion. Der geht genau auf den Torhüter. Das hat er geahnt. Sie wechseln den Flügel, Pass kommt etwas zu lang, gibt Einwurf jetzt.
Das ist ein vielversprechender Pass. Ist es denn zu glauben? Gehalten! Das Warten auf seine Entscheidung hat ein Ende. Demnächst läuft er für den FC Liverpool auf. Ein echter Coup, Wolf, wenn du mich fragst. Alle Beteiligten dürfen froh sein, dass es jetzt zu einer Einigung gekommen ist. Wo ist die Lücke? Sie suchen sie. Sie wollen hier den Ausgleich. Das merkt man. Sieht alles gut aus. Erstmal abgeblockt. Mit jeder Menge Einsatz holen sie sich den Ball. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Jari Verschare. Gutes Tackling. Das könnte was werden. Der Ball ist im Aus, es wird Ecke geben. Ecke kommt rein. Gute Parade bei diesem Eckball. Die Chance hier. Pausenpfiff, jetzt geht es erst. Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Schön vorbeigekommen. Damit ist dieser Angriff erstmal beendet. Mit der Grätsche holt er sich den Ball. Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. So wird das nichts mit dem Tor, der Torhüter ist da. Union am Ball. Emmanuel Dennis. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Und klasse durchgesetzt. Gut gemacht. Mit dieser Grätsche holt er sich den Ball. Dynamo Dresden mit dem Ballgewinn. Sofort die Entscheidung durch die Schiedsrichterin gibt Freistoß. Ja, sie können erstmal klären. Dresden kann über außen kommen. Ja, starker Pass. Nicht das Tor. Weiter nur ein Torführung. Das kann Ihnen nicht gefallen. Nee, Sie ärgern sich auch. Ja, den mussten Sie machen. Dann haben Sie hier alles im Griff. Aber so ist Zittern angesagt. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Macht er ihn! Ist kein echtes Problem für einen Keeper seiner Klasse. Jetzt kommt hier der Wechsel. Jetzt kommt die Ecke. Da konnten sie nichts draus machen. Jetzt können sie den Angriff starten. Super, wie er das macht. Viele hätten schon gedacht, er geht rein, dieser Ball. Aber nee. Dafür ist er einfach zu gut. Kurze Ecke. Ganz sicher.
Es wird den nächsten Eckball geben. Jetzt der Eckball. Gut aufgepasst, er hat die Flanke. Da müssen sie aufpassen jetzt. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Jetzt könnt ihr den Ball abspielen. Jari Verscharen! Wenn der drin ist, ist hier alles gelaufen, aber wir sehen es ja, kein Tor. Riesenchance! Kein Tor, Wolf! Unfassbar! Das ist nochmal die Chance auf den Ausgleichstreffer. Nicht ungefährlich. Vielleicht der späte Ausgleich jetzt bei diesem Eckball. Die Ecke kommt rein. Gut gemacht, absolut sicher bei dieser Ecke. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Das ist der Schlusspfiff in diesem Spiel und die Gastgeber haben verloren. Tja, Niederlage. Wir melden uns aus dem regnerischen Deutsche Bank Park. Liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie recht herzlich zu dieser heutigen Partie. Am Mikrofon sind natürlich auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Eintracht Frankfurt gegen Dynamo Dresden. Schon ein Prestigeduell, Wolf. Auch wenn es auf dem Papier um nichts geht, wird das eine interessante Partie. Es gibt Einwurf nach diesem guten Zweikampf. Ball im Aus. Er zieht ab. Den Ball entschärft er ganz locker. Es gibt einen Treffer im Stadion an der Alten Försterei. Wir gehen kurz ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Union Berlin. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind hier 7 Minuten. Dankeschön für diese Infos. Die Gäste möchten am Ende dieses Spiels Tabellenführer sein. Aber dafür müssen die anderen auch mitspielen. Ja, das wäre schon mal ein Erfolg. Genau da oben wollen sie ja hin. Ich glaube fast, da war zu viel Power in diesem Schuss. Ball geht drüber und das wird ihn ärgern.
Frankfurt mit schönen Pässen jetzt. Nee, der Ball ist weg, es gibt Abstoß. Da ist der Ball. Verhindert da, dass es gefährlich wird. Ich glaube, das ist jemand, der so ein Spiel entscheiden kann. Was erwartest du? Im Spielaufbau ist er extrem wichtig für die Mannschaft. Er ist einer für die klugen Pässe. Jetzt der Schuss! Der Ball geht an die Latte. Jetzt kehrt erstmal wieder Ruhe ein. Den Treffer hätten sie gerne mitgenommen, aber das Aluminium ist im Weg, verhindert das Tor. Ja, die wären gerne in Führung gegangen. Der nächste Angriff kommt direkt hinterher. Man spürt, sie machen Druck. Die Riesenchance. Da fällt das erste Tor an diesem Tag. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt könnte Dynamo Dresden vielleicht über außen kommen. Ah, das hätte gefährlich werden können. Je, yeah. Das frühe Pressing jetzt. Guter Pass jetzt. Sie spielen steil, gefährlich. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Ne? Sie müssen einen neuen Anlauf nehmen. Dresden kann über außen kommen. Der Zug zum Tor. Ah, da lässt er die klasse Chance liegen aus kürzester Entfernung. Ich weiß, klingt immer doof, aber den muss er machen. Sie wechseln aus. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Da ist der Ballverlust. Ungefährliche Aktion. Kein Problem für den Torwart. Smith Rowe. Er kann den Ballbesitz nicht halten. Sie unterstützen gut. Der Schuss jetzt. Ball im Aus, gibt Ecke. Ecke in die Mitte. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Erstmal geblockt. 45 Minuten sind vorbei, die Spieler gehen. Knappe Führung nach Durchgang 1 für die Frankfurter. Weiter geht's in diesem Spiel. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Er kann dieses Duell gewinnen. Riesenchance, gehalten! Das gibt Elfmeter. Noch eine schlechte Nachricht für die Mannschaft. Ja, dabei liegen sie ja schon hinten und jetzt könnte das Ganze noch schlimmer werden. Jetzt wollen sie die Führung ausbauen. Der Elfer ist drin. So, keine Karte. Klar, den Elfer muss es geben, aber ich glaube, viele haben da eigentlich auch mit der Karte gerechnet. Ich auch, Wolf. Hartes Einsteigen wäre gelbwürdig gewesen. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Schneider. Gefährlicher Schuss. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Er geht in den Strafraum. Gehalten, aber der Ball ist weiter gefährlich. Außenpfosten. Boah, jetzt können sie erstmal durchatmen.
gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Guter Vorstoß, kann was werden. Aber wir sehen's, Ballverlust. Viel Platz für den Konter jetzt. Jetzt ist er vorbei. Klasse Timing hier, gut dazwischen gegangen. Schneider. Er bekommt die Unterstützung. Er ist nicht drin. Ach, aber das war knapp. Das war richtig knapp. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Smith Rowe. Ball ist bei Smith Rowe. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Jetzt kommt der Wechsel. So, Ecke kommt. Da kann er jetzt erstmal klären. Sie machen Druck. Einwurf Frankfurt. Dresden holt sich den Ball. Schöner Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich werden. Was für eine Chance! Es riecht nach Comeback. Sie brauchen noch einen Treffer, dann haben sie den Ausgleich. Wir sehen es hier nochmal, was entscheidend für das Tor ist. Er setzt sich unglaublich gut durch, lässt die komplette Abwehr einfach stehen und sich den Treffer natürlich nicht nehmen. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Jacobs. Das ist nochmal die Chance auf den Ausgleichstreffer. Könnte der Ausgleich sein. Ah, Riesenchance. Aber kein Tor, Wolf. Kein Tor. Das wird sie ärgern. Sie werden hier wechseln. Sauber vom Ball getrennt hier. Regulär sind es noch 7 Minuten. Schön durchgesetzt. Die Gelegenheit. Gehalten war nicht einfach. Er muss sich lang machen, aber dann kommt er noch an diesen Ball. Da kommt die Ecke. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Toller Versuch, leider kein Tor, aber da hat nicht viel gefehlt. Wenn sie so weitermachen, geht noch was. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Abwehr muss so langsam aufpassen, weiter dieses Dribbling. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Sie können den Ausgleich noch packen. Es gibt Ecke, vielleicht die letzte zwingende Aktion der Partie. Die Schiedsrichterin gibt die gelbe Karte, klar. Grund ist diese Szene da eben. Jetzt gibt's hier Strafstoß. Chance auf den Ausgleich. Eigentor, das ist bitter, vor allem jetzt. Wir schauen uns dieses Eigentor hier nochmal in der Wiederholung an. Das ist bitter. Da kommt eins zum anderen, ist unglücklich. Ja, anders kann man es nicht beschreiben. Das muss er jetzt abhaken.
So, Schlusspfiff. Das war's also in diesem Ligaspiel am Ende. Muss sich Frankfurt hier mit einem Remis begnügen. Das ist ein enttäuschendes Ergebnis, dieses Remis. Rivalenduell in der UEFA Champions League Vorrunde. Kein Spiel wie jedes andere. Hallo liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Am Mikrofon sind natürlich auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Heute erwartet uns ein Gruppenspiel in der UEFA Champions League. Dynamo Dresden gegen AC Mailand. Optimaler Start von beiden, jeweils ein Erfolg an Spieltag 1. Mal gucken, wer heute dran anknüpfen kann. Klingt auf jeden Fall nach einem guten Spiel. Jetzt kann das Tor fallen. Der Ball ist natürlich kein großes Problem. Ball im Aus, Klasse Zweikampf, Einwurf jetzt. Da die Einblendung. So will der AC Mailand heute also ins Spiel starten. Im Tor ist Jordan Pickford. Frenkie de Jong steht mit Rodrigo Betancourt im Zentrum. Und vorne setzen sie in diesem Spiel gleich auf drei Stürmer. Den Ball holt er sich. Gut gemacht. Ganz gefährliche Szene. Hoffmann. Oh, das war wichtig. Wenn der Ball ankommt, dann wird es hier gefährlich. Ein Pass mit viel Auge. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Gibt Freistoß nach diesem Foul des AC Mailand. Da fehlen Zentimeter. Hernandez. Evan Nilsson. Der AC Mailand lässt den Ball laufen, könnte gefährlich werden. Er kann sie in Führung bringen. Chance für Milan, hier das 1:0 zu erzielen, aber das war zu wenig. Ja, da sind sie nicht energisch genug. Weiter 0:0. Jakobs. Da trennt er ihn fair vom Ball. Energischer Vorstoß. Gut verteidigt. Vielleicht die Führung jetzt.
Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Da reagiert er gut nach diesem Eckball. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Die Riesenchance. Gehalten. Stark gemacht. Die Chance jetzt hier vielleicht für den Außenseiter. Schauen wir mal, was sie draus machen. Da war mehr drin. Es gibt Abstoß. Da machen sie viel Druck. Da hat er den Vorteil abgewartet, aber es wird nichts draus. Also doch Freistoß. Evan Nilsson. Dieser Pass findet sein Ziel nicht. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. So, wir hören's. Pausenpfiff. So, liebe Zuschauer, viel Spaß mit der zweiten Spielhälfte. Wir steigen nach der Pause wieder ein in dieses Gruppenspiel der UEFA Champions League. Milan auf Außen, da wäre jetzt Platz. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Guter Vorstoß da jetzt. Setzt sich klasse durch. Da wäre das Tor beinahe gefallen. Der AC Mailand wechselt. Er holt sich diesen Ball. Oh, so gerade noch über die Latte gelenkt. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. Die Ecke kommt rein. Sie spielen erstmal raus. Groß. Gute Aktion, Ball bleibt hängen. Muss Ecke geben, da waren sie noch dran. Rafael Leao. Gabriel Jesus. Der AC Mailand lässt den Ball laufen, könnte gefährlich werden. Ball wird hier erstmal geblockt. Leider etwas unplatziert dieser Schuss und der Torwart hält ihn problemlos. Sie hatten sich deutlich mehr erhofft, aber wir sehen es ja am Ergebnis. Wir sehen es an diesem Spielstand. Man muss seine Überlegenheit auf dem Papier auch in Chancen und in Tore umsetzen. Sonst macht man es sich selbst schwer. Und das erleben sie heute. Jetzt müssen sie erstmal aufpassen. Angriff läuft. Leichte Aufgabe für Pickford. Die Riesenchance. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Wechsel beim AC Mailand. So, Ecke kommt. Gefahr bereinigt. Zieht einfach mal ab. Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht in Gefahr. Jetzt der Ballverlust. Das könnte was werden jetzt. Da wäre Platz für einen Konter.
Ja, wer lässt sich da etwas zu viel Zeit? Jetzt die Chance. So, endlich. Tor 1 in diesem Spiel. Lang genug hat es gedauert. Ja, die Fans waren schon ungeduldig. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie sich dieses Spiel noch entwickelt. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Super gemacht. Gute Verteidigung. Rodrigo Betancourt. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Milan bekommt hier den Freistoß. Keine Karte, aber deutliche Worte vom Schiri. So eine Aktion will er nicht mehr sehen, sonst gibt's Gelb demnächst. Da kann er ihn stoppen. Sandro Tonali. Schönes Zuspiel hier. Kovacic, gehalten, stark gemacht. Wir bekommen gleich den Schlusspfiff in diesem Spiel, in dem die Gastgeber aktuell noch knapp hinten sind. Ja, sie machen spannend, aber so richtig zwingend ist das hier alles nicht. Ich kann das nicht verstehen. Eine Mannschaft von dieser Klasse, die müsste sich doch ganz anders gegen so eine Niederlage stemmen. Es fehlt doch nur dieses eine Tor. Nein, wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Ja, jetzt haben sie vielleicht noch mal die Chance. Und jetzt haben sie den Ball doch verloren. Ist das hier die Entscheidung? Gehalten, aber die Chance ist noch nicht vorbei. Schlusspfiff. Damit ist dieses Spiel also zu Ende. Die Gastgeber müssen sich mit einer Niederlage abfinden. Ja, das ist schon ein kleiner Rückschlag jetzt. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Ich bin auch heute wieder Wolf Fuß und neben mir ist auch heute wieder der Kollege Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Dynamo Dresden gegen Mainz 05. Es gibt Freundschaftsspiele, da spürt man, es ist einiges drin. Und das hier ist so eine Partie, könnte sehr interessant werden. Er kann es machen. Gehalten. Szene geht weiter. Da muss er sich gar nicht groß anstrengen. Aber vorher natürlich. Riesenparade. Die würde ich mir gerne nochmal anschauen. Die war unfassbar. Es tut sich was im Borussia Park. Es ist ein Tor gefallen. Ich gehe rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für den SC Freiburg. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind hier 7 Minuten. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Fahne ist oben, abseits. Die Gastgeber wollen heute an die Tabellenspitze, aber dafür muss es auch auf den anderen Plätzen entsprechend laufen.
Und das hätten sie sich mit ihren bisherigen Leistungen natürlich auch verdient. Und wir werden sehen, ob sie das heute schaffen können. Sieht vielversprechend aus. Und dann der Ballverlust, die Gefahr damit bereinigt. Schneider. Viel mit Auge. Das ist abseits, gute Chance, aber der Steilpass kommt am Ende zu spät. Ah, da hat nicht viel gefehlt, das sieht man. Und man sieht auch, wie gefährlich sie in der Offensive sein können. Wenn denn das Timing stimmt. Ist es das? Enorme Entfernung. Der Ball knallt ans Aluminium. Und da ärgert er sich. Da hat nicht viel gefehlt. Fairer Einsatz hier. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Vielleicht die Führung jetzt. Da waren sie erfolgreich. Das war heute das erste Tor. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Das ist die Chance. Nicht das Tor. Und da sehen wir, so ein harter Schuss ist nicht immer die beste Lösung. Absolut. Mehr Gefühl, dann kann es hier klingeln. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Ohne große Mühe gehalten. Ja, da müssen sie mehr draus machen. Das war eine richtig gute Chance. Dani da Costa. Delaney. Mainz weiter im Ballbesitz. Abwehr muss aufpassen. Er pfeift Strafstoß. Jetzt wollen sie die Führung ausbauen. Delva ist drin. Was für ein Ding. Schauen Sie sich das an. Druckvoll, ohne Ende. Perfekt getroffen. Der Keeper ohne jede Möglichkeit. Klasse. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Jacobs. Er kann sich durchsetzen. Gefährlicher Schuss. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Erstmal Gefahr bereinigt. Alu-Treffer, das war Pech, das war viel Pech. Da hätten sie um ein Haar das Tor gemacht. Er passt gut auf und hat den Ball. Mainz 05 hat heute wirklich die Nase vorn, was den Ballbesitz angeht. Und auch die Torgefahr ist da. Das ist alles sehr zielstrebig. Die Führung im Moment verdient. Auch jetzt sind sie wieder im Ballbesitz. Da könnte durchaus was entstehen. Endstation Torhüter. Das ist fast schon verschenkt. Toll gehalten. So, weiter geht's. Wir gehen rein in Durchgang 2. Es tut sich was im Borussia Park. Es ist ein Tor gefallen. Ich gehe rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Mönchengladbach. Der Torschütze war Jonas Hofmann. Da konnten sie nur zuschauen, wie sie da mit dieser Kombination ausgespielt werden. Der klasse Steilpass war perfekt abgestimmt mit dem Laufweg. Ein fantastischer Treffer. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind 47 Minuten. Vielen Dank für diese Infos. Schneider. Können Sie hier verkürzen? Vielleicht der Anschlusstreffer. Damit hätten sie hier wieder rankommen können. Wenn sie solche Chancen nicht nutzen können, ja, wie wollen sie zurück in die Partie kommen? Es
Sie rücken schön nach, bieten sich an. Dani da Costa. Jetzt der Schuss. Edward Nketiah. Er ist so eisekalt vor dem Tor. Da schnürt er den Dreierpack. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade, aber der Ball kann nicht geklärt werden und das ist eben gefährlich. Nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Es tut sich was im Borussia-Park, nämlich ein Tor. Wir geben kurz ab ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für den SC Freiburg. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. 61 Minuten sind hier gespielt. Danke für das Update. Dresden kann über außen kommen. Da kommt der Schuss. Er hält, aber noch ist die Chance nicht vorbei. Machen Sie konsequent da hinten. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Vielleicht machen Sie was aus diesem Konter. Flanke am Ende dann doch zu hoch. Was gibt er hier? Schiri ist nochmal gnädig, aber beim nächsten Mal gibt es dann ganz sicher Gelb. Jetzt wechseln sie hier aus. Ball kommt in den 16er. Da kann er erstmal klären. Da könnte jetzt was entstehen. Guter Vorstoß jetzt. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Ecke kommt ins Zentrum. Gut verteidigt. Wir geben kurz ab ans Studio. Es gibt ein Tor in der Red Bull Arena. Wir haben hier das erste Tor für Bayern München. Der neue Spielstand damit. Nur noch der Torwart vor sich. Diese Info zum Geschehen auf dem anderen Platz musste leider unterbrochen werden. Bayern München hat also getroffen. Und der neue Spielstand heißt damit 1:1. Schauen wir uns mal den kommenden Gegner der Mainzer an. Es geht gegen den VfL Wolfsburg im nächsten Bundesligaspiel. Und das wird natürlich eine richtig schwere Aufgabe. So langsam wird es gefährlich. Er ist noch heiß. So, der Ball war natürlich mehr oder weniger harmlos, aber die Parade vorher, Buschi, die war richtig, richtig gut. Ja, da hat sich der Torhüter ein Sonderlob verdient. Ganz starke Szene. Klasse durchgesetzt. Die Chance hier. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Vier Minuten bleiben hier noch. Ja, wird hier gut unterstützt. Er kann es machen. Der geht nicht rein. Super Chance. Was für eine Szene. Sie wechseln jetzt. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. Da ist er alleine durch. Gefahr noch nicht vorbei. Das ist der Schlusspfiff. Die Gastgeber haben heute also verloren. Es ist eine herbe Niederlage geworden in der Liga. Das waren... Thank you.
Es ist keine Überraschung, wer hier heute ganz besonders im Blickpunkt stehen wird. Denn er darf... Liebe Fußballfans, willkommen in der Bayer-Arena. Es regnet, aber wir sitzen im Trocknen und ich glaube, die Bedingungen sind trotzdem relativ gut. Am Mikrofon auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Bayer Leverkusen gegen Dynamo Dresden. Tja, Wolf, das ist interessant, die beiden im direkten Duell zu erleben. Das könnte ein Highlight werden. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Sehr gut gemacht, die Gefahr ist vorbei. Der Schuss war keine wirkliche Herausforderung. Sie holen sich den Ball. Gut gesehen, Vorteil hier. Jetzt ist er durch. Eine starke Parade. Es wurde in den letzten Tagen viel über ihn geredet. Ja, er kann heute nach mehrwöchiger Verletzungspause wieder spielen. Es gab grünes Licht. Und gibt's jetzt die Führung. Ganz sichere Parade. Ecke kommt. Sie bringen den Ball raus nach dieser Ecke. Und das ist ein Ball für einen Torhüter. Gar kein Problem. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Die Chance. Und da kann er klären. Elfmeter, ganz klar. Jetzt können sie das 1:0 machen. Er macht das Tor. Guter Elfer. Leverkusen im Rückstand, jetzt müssen sie reagieren. Das könnte die Chance werden. Super Tackling vom Abwehrspieler. Youssef En-Nesyri, Schiedsrichterin, geht Vorteil. Und das ist auch genau die richtige Entscheidung. Sie versuchen es. Klar, das ist Abseits. Jetzt der Vorstoß. Geht einfach vorbei. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Bayer weiter mit dem Ball. Schöne Pässe jetzt. Aber dann werden sie zu leichtsinnig. Ballverlust. Was für ein Lauf. Kommt jetzt das Abspiel. Ball geht an den langen Pfosten. Ball geht weit vorbei. Kein guter Kopfball. Da hat kaum was gestimmt bei dieser Aktion. Und dann ist der Ball doch weg. Gute Aktion jetzt. Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Zieht nach innen. Das könnte sein. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. En-Nesyri. Da wäre vielleicht Platz für Leverkusen. Der Abschluss war nicht präzise genug. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei. Gleich wird hier ausgewechselt. Kurz vor der Pause liegen die Gäste knapp in Führung.
Sie machen ein gutes Spiel, sehr konzentriert, sehr engagiert, haben sich gut auf diese Aufgabe eingestellt. Ein Torführung, sie sind immer wieder schneller, vor allem auch gedankenschneller. Und so kommt dann so ein Spielstand raus. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Zur Pause sind die Fans. Alles ist bereit für Hälfte 2. Leverkusen bislang noch im Rückstand, wenn auch nur knapp. Leverkusen bekommt den Freistoß. Wechsel bei Leverkusen. Sah nach einem sicheren Tor aus, aber nicht drin. Nee, der Kopfball geht knapp neben das Tor. Ja, das war Pech. Viel mit Auge. Abseitsfahne ist oben, da hat nicht jeder mit gerechnet. Ah, ich auch nicht, da bin ich ganz ehrlich. Das war eine ganz enge Geschichte. Sehr kraftvoller Schuss, aber geht nicht rein, hat nicht viel gefehlt. Leverkusen mit dem Wechsel. So, Vorteil nach diesem Foul. Können Sie das für sich nutzen? Da haben ein paar Meter gefehlt. So wird das nichts mit dem Treffer. Sie müssen aufpassen. Er erzwingt den Ballverlust. Da kommt der Schuss. Ah, muss selber geben. Ja, da fehlte einiges zum Torerfolg. Jetzt wollen sie die Führung ausbauen. Der Strafstoß ist drin. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Leverkusen versucht jetzt mal. Klasse Technik. Ismail Assar. Jetzt die Hereingabe. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Das Gestänge ist im Weg, sonst wäre es das Tor gewesen. Aber das wird sie ärgern. Ball wird abgeblockt. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Foul, aber Vorteil, geht erstmal weiter. Das ist die Chance. Damit hat er keine großen Probleme. Die Ecke könnte die Chance zum Anschlusstreffer sein. Die Fans stehen weiter hinter dem Team. Jetzt kommt die Ecke. Erstmal geklärt. Ah, da wäre jetzt Platz. Szene geht weiter. Tolle Parade. Aber Gefahr ist noch nicht vorbei. Er macht das ganz sicher. Gut geblockt. Die Ecke kommt rein. Gehalten. Und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Da bekommt er Unterstützung. Da kommt der Pass. Aber wichtig, dass er da zur Stelle ist. Da gewinnt er den Zweikampf. 8 Minuten jetzt noch.
Er geht dazwischen. Chance zum Konter jetzt. Schöne Aktion, Steilpass. Da zieht er ab. Ist kein echtes Problem für einen Keeper seiner Klasse. Und jetzt wollen sie wechseln. Jetzt der Eckball. Sie bekommen ihn nicht in den Griff heute. Das war der dritte Streich. Hier ist dieses Tor nochmal. Sie bringen die Ecke rein. Und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Youssef En-Nesyri, vielleicht die Chance jetzt. Ganz sichere Parade. Jetzt die Ecke. Der Torwart hat den Ball. Gute Aktion. Das ist der Schlusspfiff. Leverkusen verliert also dieses Spiel. Das ist schon eine Überraschung.